Ja, hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, und auch Salvete Spectatoris zu einem weiteren Teil von Let's Play Mount & Blade 2 Bannerlord. Mit mir, dem Tante Günther, auch bekannt als Günther Shadow, und ich gehe heute noch auf ein paar Tipps von euch ein, die ich bekommen habe. Der erste Tipp war, ich solle doch nochmal bitte in mein Königreich reingucken. Da könnte ich nämlich jetzt Politiken erlassen. Das geht tatsächlich. Das ging bei mir vorher noch nicht. Deswegen hatte ich das nicht mehr auf dem Schirm, dass das schon implementiert ist. Aber da seht ihr, da gibt es ganz coole Politiken dabei. Wir können also zum Beispiel, machen wir denn was Schönes? Magistrate, das ist zum Beispiel ganz nett, ne? Also die Sicherheit in den Städten wird um 1 erhöht, der Clan, der momentan regiert, bekommt einen Influence-Punkt pro Tag und die Steuereinnahmen werden um 5% reduziert. Ne? Man kauft sich also mehr Sicherheit und zusätzlichen Influence mit Steuern, die man halt eben nicht mehr bekommt. Und es gibt noch ein paar andere Sachen, die auch sehr cool sind, und ich habe mir das auch so ein bisschen angeguckt. Wo hatten wir es denn noch zum Beispiel? Hier, das ist auch ganz interessant. Diesen Punkt hier finde ich sehr gut. Die königliche Wache. Wir bekommen 80% mehr 80 Punkte mehr Partygröße und zusätzlich einen Influence-Punkt. Und alle anderen, die kein regierender Clan sind, verlieren Punkte. Und das könnte ich jetzt erlassen und kann einfach sagen, yes. Hier steht zwar 100%, weil alle irgendwie dagegen sind, aber es gibt ja niemanden sonst in diesem Königreich außer mir als herrschende Dynastie. Deswegen können wir uns direkt hier schon mal die höhere Armeegröße holen. 80 Mann mehr in der Armee ist auf jeden Fall schon mal sehr gut. Da kann man ordentlich mit kämpfen. Es gibt noch andere Sachen, die man hier machen kann. Zum Beispiel, der Herrscher bekommt doppelten Einfluss von Söldnern und Nichtregierungs- oder also Clans, die nicht den Herrscher stellen, die bekommen 10% weniger Einfluss durch Schlachten. Und Tier 3 plus Clans bekommen einen Influence-Punkt pro Tag und so weiter. Also das ist echt sehr, 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 sehr nice. Also es sind coole Punkte dabei, mit denen wir jetzt schon ein bisschen Politik betreiben können. Ihr könnt mir mal sagen, was womit ihr so gute Sachen, Erfahrungen gemacht habt. Tier 4 Clans bekommen einen Influence pro Tag und die Partygröße von den Liedern ist um 50 erhöht. Das klingt doch auch gut. Wir sind ja fast Tier 4, ne? Wäre vielleicht noch eine Möglichkeit, unsere Armee nochmal größer zu machen. Also mit, je größer die Armee, desto besser, wie ich finde eigentlich. So, gerade gucken, was ist das hier? Also ich will da jetzt nicht, hier, das ist zum Beispiel, also nochmal zusätzliche Armeegröße halte ich auf jeden Fall für eine super Sache. Natürlich wollen wir auch, dass die anderen Clans, die größere Armeen, dass andere Clans größere Armeen anführen können, aber wir haben ja momentan nur einen Söldner-Clan bisher da drin, und das wäre auch was, was ich mir jetzt nochmal vorgenommen habe. Das versuche ich heute vielleicht noch zu bewerkstelligen, und vielleicht finde ich tatsächlich noch ein paar weitere Clans, die sich mir anschließen wollen, oder mal einen Adling, der sich uns anschließt. Da müssen wir nochmal ein bisschen auf die Suche gehen. Auch alles, was irgendwie Städtewachstum und mehr Wohlstand bringt, finde ich eigentlich gut. Na, also das ist auch eine tolle Sache. Es gab noch irgendwas hier, da, das Heilige Majestät, wir bekommen 5 Einfluss pro Tag und die anderen verlieren noch einen Einflusspunkt. Das nehmen wir direkt auch noch, damit wir halt mehr Reformen durchpushen können. Es dauert immer ein kleines bisschen, bis die aktiv sind. Ja, das hier, das ist vielleicht gar nicht so verkehrt, ne? Das ist nicht so interessant. Alle Sachen, die pro Siedlung gelten, die bringen uns momentan nicht so viel. Die gelten auch nur so lange, bis der Senat das nochmal neu abstimmt. Das hier, da bin ich mir gar nicht so sicher. Der klingt sehr gut, dieser Royal Commission. Es kostet also 30% weniger für den Herrscher, eine Armee aufzustellen. Und Armeen, die von dem Herrscher angeführt würden, hier steht das auch, by the ruler, earn cohesion at 30% less cause. Also wir kriegen
einfacher Kohäsion oder wir müssen weniger aufwenden, um Kohäsion zu bekommen. Was ich aber noch nicht so ganz verstehe, weil Kohäsion baut sich ja schrittweise ab. Also was baut sich das? Ich glaube, es ist so zu verstehen, dass es sich um 30% langsamer abbaut. Und Armeen, die von Nichtregierenden, also nicht Herrscher, Adligen angeführt werden, die kosten 10% mehr Influence, wenn man sie kreieren will. Das ist aber okay, ich glaube, die KI macht das trotzdem. Ne? Hier steht das auch nicht so, ich muss nochmal gerade gucken, in der Theorie hat der König eines Imperiums das alleinige Recht, die Truppen zu kommandieren. Jeder, der sonst noch eine Armee kommandiert, tut das im Namen seiner Majestät sozusagen. Ne? Also wir lassen es jetzt mal gerade bei diesen Reformen. Die wollte ich euch nicht vorenthalten. Hier übrigens in diesem Quest. Ich weiß jetzt nicht, ich kriege jetzt wieder dauernd diese Nachricht, das Imperium ist besiegt. Vielleicht läuft es jetzt dann doch nicht weiter. Mir wurde gesagt, wenn das auf 2000 ist, dann erklären uns alle Fraktionen den Krieg. Aber irgendwie wirklich passiert das halt noch nicht so. Man kann die Questline nur bis hierhin spielen. Ab hier ist sie, glaube ich, momentan zum aktuellen Stand 1.0.10 nicht weiter implementiert. Wir können uns übrigens direkt mal hier die Poacher da in die Armee holen. Dann haben wir da mehr Truppen dabei. Und die können wir auch noch direkt aufwerten. Übrigens, wenn wir schon mal dabei sind, machen wir genau mal ein paar Rekruten noch hier. So ein paar normale. Die können sie mir auch noch aufwerten. Die übrigens auch. Die auch. Die auch. Armbrustschützen, die sind OP-stens. Dann machen wir nochmal hier so ein Bukelarius. Insgesamt coole. Eine coole Menge an Truppen, die wir haben, aber halt eben wirklich echt ein multiethnischer Haufen, ne, muss man sagen. Bin ich auch schon in einem anderen Video drauf eingegangen. Alle die das interessiert, klickt mal dieses I, das da kommt, ne? Also wer jetzt hören will, was ich zur Antike und Mittelalter zu multiethnischen Verbänden sage und warum das trotzdem funktioniert hat, da habe ich euch das Video hier verlinkt und klickt mal dieses I da, diese Infokarte da. Ich glaube, hier kommt sie wahrscheinlich, glaube ich. Oder ist schon da. Okay. So, Leute, wir sind ein bisschen weiter gekommen. Ich habe jetzt noch 100 Punkte, brauche ich noch bis zum nächsten Clan-Tier-Level. Meine Partys irgendwie momentan noch ein bisschen komisch, den Wellischen Blood-Axe, den könnte ich jetzt noch hier irgendwie als Party erstellen. Das mache ich aber jetzt mal noch nicht, das machen wir vielleicht ein andermal, wenn ich nochmal, ich hebe mir das als Option auf, wenn ich nochmal viele Truppen befreie. Und hier unten habe ich jetzt gerade den Raganwart gefunden und mit dem will ich jetzt mal gerade reden. Wenn ich ihm jetzt den Krieg erkläre, vielleicht kann ich das hier machen. Ich weiß nicht. Wenn ich jetzt sage, I'm here to deliver my demands. I have one chance to surrender or die, das geht natürlich nicht. What you want, ne? Also so, was willst du von mir, ne? Aber ja, kann ich nicht wirklich machen, ne? Ich kann ihn fragen, was hast du für ein Problem? Ich bin ein erfahrener Krieger, sagen die Leute von mir also. Und ein guter General. Naja, warten wir mal ab, ne? Und es gibt einen jungen Anführer von seinem Clan. Ah, der will von mir lernen, okay. Und wenn ich den 200 Tage mitnehme, dann... das mache ich nicht. Also ich kann ihm hier nicht den Krieg erklären. Ich kann seine Siedlungen und Dörfer und Städte und so angreifen. Ne? Also das geht halt wohl. Wir können nochmal ganz kurz eben in die Kingdom-Übersicht wechseln. Und ich kann also hier nicht Krieg erklären momentan. Ich weiß nicht genau, warum das noch nicht geht. Der kommt auf jeden Fall vom Stärkerang her noch so am ehesten an uns ran. Also abgesehen von den Bataniern. Aber die haben ja wirklich nur noch diesen einen Typen. Der hat halt sonst nichts, ne? Der Kaladok, der spukt halt hier nur irgendwo im Nimbus irgendwo rum. Im Limbus, Entschuldigung, ne? Und ja, wie so ein, weiß ich nicht, echt komische Sache. Ja, ich komme nicht genau an Raganwart dran. Ich kann ihm nicht den Krieg erklären. Ich kann seine Städte angreifen. Dann werde ich aber, glaube ich, massiv, oder seine Dörfer, dann werde ich massiv Influence verlieren, denn er wird mir, glaube ich, nicht den Krieg erklären. Auf der anderen Seite sehen wir hier in diesem Quest, der Fortschritt ist gestoppt worden mal wieder. Ich habe keine Ahnung, warum. Es ist alles ein bisschen merkwürdig. Die Sache ist halt eben noch nicht so ganz weiterentwickelt. Also insofern würde ich jetzt mal sagen, ich finde entweder noch eine Alternative.
will zumindest die entsprechenden politischen Reformen ins Werk setzen, bevor ich meine ganze Influence jetzt irgendwie für so eine Stadtplünderung irgendwie raushaue. Vielleicht reicht es auch, wenn ich ein paar Armeen von ihm einfach so attackiere. Vielleicht geht das ja auch irgendwie. Und er erklärt mir dann den Krieg. Das versuche ich aber noch. Das muss ich alles irgendwie so. Das Hideout hier lässt mal bitte gerade weg. Ja, ich versuche das mal irgendwie so zu machen. Und eine Ehefrau suchen sollte ich ja auch noch. Also wir schauen mal, was wir so jetzt als nächstes davon hinbekommen. Ich habe gerade Sieger getroffen. Ich glaube, die greifen wir an. Ja, ich sag's doch hier. So, gucken wir mal, was so passiert. Vielleicht verliere ich auch Influence oder so. Ne, wir müssen ja auch irgendwo mal ein bisschen Play testen. Und Mounted Archer closing! hier geht vielleicht ein bisschen näher ran. Und die Bogenschützen Forward! schicken wir vielleicht mal hier hin. Move! Und die Inf mal vielleicht hier hin. Hast du schon wieder diesen Fehler gemacht? Gucken wir mal, dass wir Sieger zum Loser machen. Ah! Ja, Mee hält sich noch zurück. Werfen die Speere, die werfen Speere, ne? Kann man auch Äxte vom Pferd werfen? Ich glaube, man kann nur Speere vom Pferd werfen bisher. Ey, das war gemein. Da hätte ich mich sehr über einen Hit gefreut. Muss der mir natürlich genau vors Fadenkreuz reiten, ne? Wir schalten die Lords auf jeden Fall in der Möglichkeit zuerst aus. Boah, ey, kann die Haken schlagen? Wirklich wie ein Hase. Wie ein Hase. Also ich ramme den schon, so stoß schon an ihn ran, aber habe immer noch keine Hitbox auf ihn. Naja, wahrscheinlich habe ich zu hoch geguckt, ne? Was wollte er jetzt sagen? Jetzt, ach komm, das war doch ein Treffer. Ich kann auch nicht immer nur neben dem Heer reiten, ne? Aha. Aha. Und bald habe ich deinen Gaul. Boah. Na also. Ah, jetzt hat sie die Lanze genommen. Komm her. Komm, Chefin. Stirb wie ein Weib. Ah, ich zitter. Weil ich mit dem Fuß an mein Mauskabel gekommen bin. Ach Mann, ey. Macht's einem aber auch echt schwer. Die will nicht sterben, ne? Komm mal her. Die hat echt noch Munition. Wie viel Schuss hat die denn? Die muss zwei Köcher dabei haben, oder? Man kann ja mehrere Köcher mitnehmen. Das geht. Ah. Oh, und ich hau in den Baum. Hast du gesehen, wie schnell die wieder weitergerannt ist? Das darf doch eigentlich nicht sein, oder? Das ist ja schon echter Total War-Style hier, ne? Ah, jetzt rennt sie in meine Truppen, das ist gut. Ja, wollte ich gerade sagen. Ja, okay. Also da geht echt nicht mehr viel. Also jetzt wollen wir mal gucken, kommt der Rest? Nee, die kommen nicht näher, ne? Okay. Dann würde ich sagen, einmal hoppeln und Angriff. Die reiten ja nur auf Nähe ran, bis die schießen können. Irgendwie spritzt der Schnee manchmal so ein bisschen blau. Das ist komisch. Ich weiß nicht genau, woran das liegen kann. Boah, du Penner, ey. Dann dreh doch wenigstens, schau dir wenigstens nochmal über die Schulter, bevor du eine Kehrtwende machst. Merkt hier echt die. Also, ansonsten, wenn ich jetzt noch etwas besser wäre. Ja,
wie überlegen diese berittenen Bogenschützen sind. Oh shit, jetzt hat er mein Pferd runtergebracht. Ey, ich hatte ihn gerade da, wo ich ihn haben wollte. Erinnert mich übrigens an den Boxer, der die ganze Zeit im Kampf nur kassiert und sein Trainer meint, nach der dritten Runde zu ihm, das machst du super. Die Fäuste deines Gegners müssen fürchterlich zerschunden sein mittlerweile. Okay, keine Truppen verloren und so weiter. Ja, jetzt gucken wir mal, erklärt er uns jetzt den Krieg? Nur hier. Du bist mein Gefangener jetzt, ja. Und entweder wirst du mich heiraten. Ja, oder mir fällt da noch was anderes ein. Okay, ja. Ja, 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 ja. Nur die Looter, die lasse ich da, die brauche ich nicht. Gucken wir mal, kann ich noch was verbessern? Batanische Freiwillige, auf was bin ich denn mit denen gegangen? Woodrunner? Ich mag die Batanian Wildlings eigentlich ganz gerne. Die Batanian Veteran Falksmen, das ist eine coole Einheit, aber die sind momentan noch ein bisschen, Substandard, weil die einfach kein Schild haben. Ne, wir gehen auf die Clan Warrior, glaube ich, erstmal. Batanische Kavallerie ist ja jetzt echt nicht die beste. Hier so ein Forest Bandit nehmen wir noch mit, einen Bushwhacker nehmen wir auch noch mit. Damit wir mal langsam auf die 225 kommen. So, ich erbeute alles, was du hast. Außer die batanischen Ponys, die kannst du behalten. Jetzt bin ich im Krieg mit ihm. Okay, super feine Sache. Das ist doch mal nice. Dann sehen wir uns gleich wieder. Leute, wir können nochmal kämpfen. Und zwar habe ich gerade eine Siedlung belagert oder eine Burg, um genau zu sein. Oh Mist, und da ist mir tatsächlich vorhin noch irgendjemand desertiert. Ich weiß jetzt nicht genau, wie das ging. Wir haben noch einige Gefangene dabei. Die könnten wir, glaube ich, sogar mit ins Gefecht führen. Das machen wir jetzt aber mal noch nicht. Sondern wir greifen jetzt mal an. Die Garnison ist uns zahlenmäßig überlegen, wir sind aber stark unterwegs und ich hoffe, dass wir diese Burg hier halten können. Die ist ein bisschen in der Peripherie gelegen. Sieht für mich erstmal so ganz gut aus. Auto-Deploy bitte. Man kann wohl die Truppen hier auch noch aufstellen. Wenn wir zum Beispiel sagen, die 1, das ist die Infanterie, ne? Die 1 stellen wir jetzt irgendwie hier hin oder so, ne? Die können sie auch hier hinstellen, dann bewegen die sich vielleicht ein bisschen schneller. Die 2, das sind Bogenschützen, ne? Auf jeden Fall. Die können wir hier hinstellen. Die 3 können wir erstmal hier hinstellen. Die 4 sind auch Bogenschützen. Stellen wir die mal hier hinter die Palisaden auf. Gucken wir mal, ob das so geklappt hat. Und da unten bin ich. In all meiner Pracht. So, schauen wir mal. Also bei mir ruckelt es nicht. Sehr flüssig. Bitte gebt mir doch nochmal ein Feedback, falls das bei euch jetzt auch geruckelt hat. Naja, guck mal, ne? Die schnappen sich schon den Belagerungsturm. Wir haben 2 Stück. Ja, war nur eine Schneeflocke. Da weiß man echt nicht so genau, was da kommt, ne? Wir müssen vor allen Dingen aufpassen, wenn die Schneeflocken immer größer werden, dann sind es wahrscheinlich irgendwelche Katapultgeschosse, die da gerade auf uns niedergehen. Da sehen wir hier sehr wunderschön diese Ausleger hier vorne, wo sich auch Truppen draufstellen und schießen können. Ich hoffe natürlich, dass wir hier vorne erstmal auch so ein bisschen Feuer ziehen können. Die Schilde sind ja zum Glück ganz gut dabei, solche Geschosse abzublocken. Man kann seine Truppen aber nicht so beliebig befehligen wie jetzt in so einer Feldschlacht. Ne? Das geht also zum Beispiel noch nicht. Hier oben seht ihr sie schon. Wenn ich mein Schild runternehme, dann werden aber wahrscheinlich auch gleich die ersten Pfeile hier kommen, oder? Geht eigentlich noch. Wir versuchen es mal. Alter, ich schieße über die hinweg, oder? Ja, ich schieße tatsächlich über die hinweg. So, und das müsste ja eigentlich ein Headshot werden, ne? Ich schieße ein bisschen höher. Das liegt auch tatsächlich natürlich daran, dass ich jetzt hier auf dem Gaul sitze. Das ist aber nur ein Punkt. Oh Mann, ey. Wenn ich nicht auf dem Gaul sitzen würde, würde ich genauer schießen.
Aber ich habe so eine gute Schussposition hier gerade. Ja, gut, da so ein paar KI-Aussetzer sind da wohl dabei, ne? Da muss man wohl mit leben. Alter, jetzt gib dir mal einen Headshot. Na also. Hey, was hat denn der? Ich frage mich immer, was die für dicke Schädel haben, ne? Na gut, das ist ein Sturgeon, ne? Die sind wahrscheinlich schon dickköpfig. Ich dachte, das geklappt. Komm hier, versuch noch ein bisschen was. Die sind tatsächlich nicht in die Ausleger gegangen. Ich glaube, das ist ein Fehler. Genauso wie die Truppen, die dann halt hier festhängen. Also das muss man natürlich auch immer berücksichtigen, dass der Beschuss, den man versucht abzugeben, oh Mist, den treffe ich natürlich so schlecht, ne? Dass der Beschuss, den man abgibt, auch nie so hundertprozentig durchkommt, wie man das natürlich gerne hätte, ne? Weil das hängt ja hier auch von unserem Skill-Level natürlich entsprechenderweise ab. So, ich will also auf jeden Fall nicht der Erste sein, der da hochläuft und abgeschlachtet wird. Wir sehen aber Verluste bei uns bisher noch recht gering. Da sind hier welche drin und schießen offenbar durch die Schießscharte. Machen die einen Ausfall? Ne, das sind unsere Jungs, ne? Boah, da oben schälen sie, ne? Sind natürlich evil. Das ist unser anderer Belagerungsturm. Hat den keiner bemannt? Das könnte ich mir fast noch vorstellen. Das wäre natürlich... Ah, das Tor ist, glaube ich, auf, ne? Kommt, Leute, wir gehen durchs Tor rein. Oh, shit. Da war Pech dabei. Oder siedendes Öl oder sowas. Komm. Oh, Mist, ich komme nicht durch. So, ne? So geht's momentan. So vielleicht. Ja. Alter, der blockt alles. Wenn ich von links versuche zu hauen, dann blocken mich meine Leute. Das ist auch nicht so geil. So, ich schau's mal an. Der blockt. Heftigst. Kann der mit dem Rücken blocken? Ah, das war ein Treffer. Na, wir werden es ja gleich sehen, ob wir wie viele Treffer gemacht haben. So, jetzt komm. Genau, jetzt stürmen wir mal den Keep. Beziehungsweise den Bergfried. Sag bloß, wir kriegen den nicht auf. Wir müssen ja erst. Wir müssen die Zinnen nehmen. Okay. Sieht zumindest so aus. Da fehlt mir noch so ein bisschen der Dialog mit den Soldaten, ne? Dass man die einerseits kommandieren kann. Was ich hier, glaube ich, nicht so genau machen kann. Ja, doch, vielleicht geht's doch. Aber gut, ich meine. Ich kann ihn jetzt natürlich befehligen, irgendwo hinzulaufen. Da könnte man vielleicht die Bogenschützen halt eben noch reinholen und auf die Zinnen schicken, ne? Und, passiert hier was? Da passiert offenbar was. Da geht die Post ab, da gucken wir mal. Hier, Alter, hier ist das Gedränge, ey. Aber galore. Komm hier, lass mich mal durch. Ich will auch ein paar Kills machen. Boah. Bin hier von beiden Seiten hier. Metzelt euch durch. Metzelt sie! Nee, schubst mich nicht darunter, ey, Kinder. Cut their limbs! Ich sehe hier nur Blutspritzer. Kann nicht sein, dass ich das treffe. Aber ich glaube, wir sind hier durch. Oh, die hängen fest. Das ist natürlich böse. Oh, Alter, jetzt bist du da auf den drauf. Der zappelt da. Aha, hier, da war ein Treffer dabei. So, der Highwayman, der hängt hier fest, ne? Oh, das ist echt mies, ne? Aber gut, das wird sich noch ändern, alles, ne? Boah, der eine Typ, der ist an der Seite am Dach runtergefahren. Das ist natürlich geil, dass man auch auf solche Details aufpassen muss, ne? Oben geht noch was rum. Da passiert aber nicht mehr viel, glaube ich. Wir haben aber gut was verloren, wenn ich das richtig sehe. Ja, 29 Mann.
7 Sturgeon-Rekruten, okay, das ist jetzt nicht so viel. Schaut mal, die machen aber immerhin ein Viertel der Verluste aus. Das ist ganz gut, dass es keine so erfahrenen Truppen waren. Ich könnte jetzt mal gucken, ob ich noch irgendwo Pfeile herbekomme. Von so einer hohen Brüstung aus. Da kann man doch bestimmt hier gut irgendwo noch runterschießen. Aber Pfeile suche ich hier oben auf jeden Fall vergeblich. Das sind auf jeden Fall nur noch Einzelne, die hier übrig sind und noch weiter kämpfen. Ich gehe davon also jetzt wirklich mal aus, dass wir das Ding hier sehr, sehr sicher gewonnen haben. Und deswegen mache ich hier mal einen Cut. Wir haben das Ding gewonnen und wir schauen mal. Guck mal, ich habe 10 Kills gemacht. Das ist doch ganz gut eigentlich für meine Verhältnisse. 29 Mann haben wir verloren. Batanische Speer, Imperiale, Legionär, Astral, Veteranen, Infanterie, Batanischer Freiwilliger, Batanischer getrainierter Krieger, ein Brigant, 7 Sturgeon Rekruten und 3 Batanische Clankrieger, 1 Sturgeon Warrior und ein Highwayman, ein Imperialer schwerer Reiter, ein Veteran Eleftheroi, ein Imperialer Kataphrakt, ouch, ein Harami, damit haben wir keine Haramis mehr, ist aber okay, wir konnten die eh nicht upgraden. Das ist ordentlich. Die haben 75 Männer auf die Bank geschickt. Das ist eigentlich wenig. Die Looter brauchen wir nicht. Ja, so viele Gefangene, ne? Was machen wir denn damit jetzt? Also erstmal würde ich sagen, die Truppen, die wir aufwerten können, werten wir auch sofort auf. Dann... Lass mich nochmal gerade gucken. Einmal noch ein batanischer Scout. Wenn die batanische Kavallerie jetzt nicht so gut ist, aber wir wollen ja hier unseren multiethnischen Völkerverband spielen, habe ich ja bereits erwähnt. Das ist so komisch auch noch, dass die Sturgeon Warriors sind, ne? Okay, gut. Das ist auch noch ein bisschen komisch, dass die Leisten hier immer noch so hin und her springen. Den Watchmen nehmen wir jetzt mit rein, wir nehmen jetzt alles, was wir kriegen können. Okay, jetzt haben wir 53 von 88. Was nehmen wir denn da noch mit? Miliz. Nicht. Also die Miliz lasse ich. Sturgeon Hunter, Brigand, Recruit, ja, weil die kriegen wir sehr leicht, ne? Also alles, was hochtierig ist, kriegt man relativ schwer. Wir sind bei 85. Woodsman, Peasant, Kusaid Peasant, Sturgeon Warrior Son. Okay, den nehmen wir auch noch. Sturgeon Veteran Bowman. Spearman. Die Spearman nehmen wir noch gerne mit. Jetzt gucken wir mal, schmeißen wir noch irgendeinen Penner raus. So irgendwo da ein Sturgeon Recruit, den werfen wir noch raus. Jetzt sind wir bei 88 Truppen. Und hier werden wir nachher bei 197, 206. Da können wir also auch noch einiges an Truppen rekrutieren. Ich hoffe auf reichliche Beute. Ja, guck mal, nordische Kriegsbogen. Sieht ja brauchbar aus, ne? Das machen wir doch mal. Das nehmen wir mal mit. Damit haben wir eine Siedlung eingenommen. Und vielleicht könnte uns diese Siedlung als Ausgangsbasis dienen. Ich muss übrigens direkt mal hier gucken. Okay, gut, wir bleiben in der Pause drin. Es könnte uns vielleicht dazu dienen, um weitere Siedlungen im Umland zu unterwerfen. Jetzt müssen wir uns aber erstmal wieder ein bisschen aufbauen und vielleicht auch nochmal ein bisschen Verstärkung reinholen. Ich sage jetzt erstmal... Vielen Dank fürs Zugucken heute. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen unterhalten. Ich bin jetzt mit meinen Zielen natürlich nicht ganz durchgekommen, aber ihr wisst, worauf wir hinaus wollen und was sich jetzt natürlich noch so demnächst abspielen wird, nach Möglichkeit. Ich bin übrigens jetzt hier wieder auch bei 1080 Punkten. Wir haben nochmal 40 gekriegt, es hat ein bisschen gedauert. Wir sehen uns im nächsten Part wieder und ich freue mich, wenn ihr dabei seid. Heute ist Sonntag, heute Abend gibt es einen Livestream um 9 Uhr auf meinem Twitch-Kanal. Den Twitch-Kanal findet ihr in der Videobeschreibung. Ich kann den leider nicht hier über eine Infokarte verlinken. Deswegen gibt es den in der Videobeschreibung. Ich freue mich, wenn ihr vorbeischaut. 9 Uhr, twitch.tv/GünterShadow. Das ist noch meine alte Twitch-Seite. Ich habe aber noch keine neue, deswegen weicht die von meinem Tante-Günner-Namen eben ab. Aber ich freue mich auf jeden Fall, wenn ihr kommt. 9 Uhr geht's los. Ich plane Mount and Blade 2 Bannerlord. Freue mich auf euch. In diesem Sinne, Pax Vobiscum. Valete.